Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 im Moneytown-Projekt zusammen mit dem lieben Sinnfrei. Moin Moin. So, Ballen sind fertig gepresst. Ja, ich bin gerade fleißig dabei anzusehen. Oh. Meine zwei vergessenen Felder vorzubereiten. Vergessen? Wie kann man vergessen? Ja. Ja, weiß ich nicht, irgendwie gekauft und dann... Vergessen. Genau. Oh, so klar, dass du fertig bist, genau wenn ich... So, aber eine kleine Information für euch in eigener Sache. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann lasst doch bitte ein Like dort, ne? Also einmal das Däumchen drücken, wenn euch das Video gefällt. Und drückt doch einfach auf die Glocke, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Werdet ihr auch immer informiert, wenn wir neue Videos hochladen. Es passiert ja täglich, dass neue Videos kommen. Dann haben wir uns nochmal besprochen. Es sind nur noch 39 Folgen. 39 Folgen, dann endet dieses Projekt. Dann werden wir erfahren, wer gewinnt. Wir werden die 140. Folge live streamen. Wir werden dies, wir werden unsere Twitch-Kanäle, glaube, die haben wir sogar unten verlinkt, ja. Nochmal für euch verlinken. Falls sie es nicht getan haben, dass ihr dann einfach dann draufklicken könnt und da auch ein Follow da lassen könnt. Ja, und dann könntet ihr live dabei sein, wenn wir die letzte Folge aufnehmen. Ne? Genau, so war es eigentlich geplant. Das werden so ungefähr 2 Stunden sein. So, circa. So Pi mal Daumen. Genau, also 2 Stunden werden wir aufnehmen und dann der Rest ist ja dann so ein bisschen Zusammenfassung und Auswertung. Ja, also wie gesagt, 140 Folgen wird es sein. Das heißt, wenn ihr über YouTube die 139. Folge seht, dann kommt eine 140.1, 140.2, 140.3 Folge. Je nachdem, wie sie lang das ist. Genau. Ei, wir müssen ja dann die ganze Auswertung machen, verkaufen. Und das wird sich auch zusammenrechnen und wieder was abziehen und. Ich sag mal, halbe Stunde wird. Ins Land gehen. Locker für die Auswertung. Deswegen. Palette. Palette? Ach, du bist wieder Paletten stapeln. Nee, die Palette ist mir gerade vor die Räder gefallen. So. Alter Schwede, ist das coole, ey. Ich habe noch einen Modwunsch. Ein Modwunsch? Ja, ich möchte gerne für die letzten Folgen so in diesen LKW, was ich da gesehen hatte, mit diesen Autoload-Paletten. Echt jetzt? Ja, nur den LKW für den Hof hier. Der Zielgeraden müsste nochmal Geld ausgeben. Sinnlos ja. Geld. Ja. Ja, oder ich nehme auch den Anhänger, ist auch kein Problem. Wird wohl doch zu viel mit deinen Paletten. Warum bin ich ganz jetzt? Ganz ehrlich, wenn ich für eine Wollpalette 1600 Euro bekomme, na gut, dann ist es ja... Dann kann ich das auch kurz ausgeben. Ja. Das stimmt. Ja. Ah,
Oh. So, jetzt fallen mir die Paletten nämlich auch runter. Mhm. Oh je. Die Kornchen Mais. Egal. Erstmal dich zur Seite. Und dann. Mal was anderes. Oh. Oh, zu voll jetzt. Was, Schnauze voll? Wieso? Ah, jetzt habe ich 100 Dollar investiert. 100 Euro investiert. Für den Verkaufspunkt. Herrlich. Ja, weil ich habe die Honigpaletten ja auch noch. Naja, 12.000 Liter, 12.000 Euro für 17 Ballen, das kann man mal machen. So. Du brauchtest doch die Sämaschine, oder? Jetzt nicht mehr. Okay. Das hat sich jetzt erledigt. Den Drescher brauche ich gleich. Ah, ne, den kannst du nehmen. Der steht am Händler. Jo, habe ich gesehen. Aber ich kann ihn momentan nicht nutzen. Weil? Ach, du hast zu viel. Ja, ich habe gerade 3 Helfer im Gebrauch. Ah, okay. Ich meine, ich könnte ihn ja selber fahren, aber dann warte ich lieber noch ein Momentchen. Wow. Ja, also habe ich jetzt Zeit, halt die Paletten hier zu machen. Ne? Na gut, das stimmt. Das ist wohl wahr. So, dann. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal ausgegeben habe. Ja, 12.700 Dollar für ein paar Wollpaletten eben so, mal ein 1. Ja, kann man nochmal machen. Aber das waren jetzt gerade so 7 Stück. Geht das jetzt dann zu regnen? Ja. Super. Das hatte ich nämlich auch gesehen und deswegen habe ich mir auch gedacht, naja, kann ich mit der Ernte warten. Ja gut, ich bin durch, Gott sei Dank. Muss mal gucken, was sagen meine Silageballen. 54%, die können noch. So, was gibt es denn jetzt noch an Missionen? Sehen, ist jetzt nie wirklich was dabei. Was siehst du, ich muss Geld an Hof über eins LU noch überweisen. 3000. Nee, das ist alles durch bei mir. Nee, das fiel mir gerade ein. Muss sogar noch mehr überweisen. So, überweisen. Ja. 2x Drescher und 1x Sämaschine. Okay. Genau. Also 2 Felder und die Sämaschine hatte ich ja gehabt. So.
Ja, hochkonzentriert hier bei der Palettenverladeaktion hier. Wieder so viele. Ja, jetzt nicht mehr. Hast du schon verkauft, größtenteils. Ja, ist nur noch eine Palette, die ich machen muss. Einmal sauber machen, fein. Besuchen. Was besuchen? Willst du mich besuchen? Bauen. Wir bauen noch was. Noch was? Gewittert es auch noch. Der fährt, der fährt, der fährt. Das ist schön. Jetzt muss ich mal gucken. Der Klaas hat ja 400 und 445. Walzen, nee. Tiefenlockerer, grober. Ach ja, so, ich bin gleich wieder da. Ja. Gut, meine lieben Freunde. Wir müssten uns jetzt mal überlegen, ob wir uns einen Gruber leisten oder kaufen. Denn preislich 375. Der hat 8,4 Meter, der hat gleich 12 Meter. Was Gruppe braucht man? Ich bin nicht dauernd. Was hat denn das LU für einen? Jetzt muss ich mal zum LU hinterfahren. Zum LU. Die haben die. Kükerlin Vektor 8000, also eine 8 Meter Gruber. Kükerlin Lempken. Bin ich am Überlegen. 5,5 Meter. Die ist gut 27.000 billig, hat aber bloß 7,5, 90 Zentimeter mehr. Würde im Endeffekt zureichen. Ich bin aber beim Tendieren, auf die hier zu gehen. Denn ich. Moment, vielleicht. Nein. Schade. Hab da nicht drin. Jetzt bin ich am Überlegen. Ist das ein Direktinggruber oder ist das ein. Ist das Gruber oder ist das Kükerling? Ah, die sind teurer. 10 Meter. Kükerling Rebell Classic 600T. Ich werde wahrscheinlich Geld ausgeben. Okay, das war die gewesen. Die ist 8 Meter. Oder die hat 8 Meter. Wir müssen jetzt ganz einfach schauen, wie wir das Ganze. So, ich muss jetzt mal ganz kurz was gucken. Müssen ganz kurz schauen.
wie wir das Ganze jetzt, ob wir jetzt wirklich auf den Gruber gehen oder ob wir ganz einfach sagen, wir mieten den. Meinen Gruber brauche ich. Gruber ist halt die 8 Meter. 48 oder so. Ich habe aber die Leistung, heißt, ich hätte dann zwar kein Geld mehr, na gut, Geld, ist egal. Sagen wir, Geld habe ich echt schnell wieder zusammen. Und dann investieren. So. Ich würde sehr gerne Spatenmaschinen. Achso, ja. Zurück. Grober. Ne, die nicht. Die hat 8,5 Meter. Braucht aber 20 PS. Kükerling 800. Die hier hat. Haben wir. Hat das LU. Die ist das. Reicht im Endeffekt auch zu, ne? 6 Meter bis 8 Meter. 7,50 Meter. Was kosteten die auf die 8 Meter? Sind 20, sind 68.000. Ich habe 8 Meter. 8 Meter? 8 Meter. Hier wären 40 Zentimeter. Also wird es zu 90% diese werden. 68.000 und die kostet 7. Ja. Ich kaufe mir die. Das gibt es nicht. Breitreifen. Das gebe ich aus. Kaufen. Oh, lol. Hi. Steht die aber, ne? War ich aber nicht befasst damit. Und da bin ich am Überlegen, nochmal auf ein paar Kühe zu sitzen. So. Oder ob ich es sein lassen soll. Kühe oder sollte ich auf was anderes nochmal bauen? Das ist jetzt hier die Frage. Und zack. Könnt ihr jetzt langsam etwas aufhören? Was für ein... Einer hat leider weniger Leistung. So. Oh, schon wieder... Ich mir vorstelle, pro Palette, was ich dort habe, bekomme ich 900, also Minimum 900 waren es bis jetzt. Jetzt muss ich mal gucken, was die Kühe an Gülle schon produziert haben. Weil dann fahre ich nämlich gleich auf die Felder drauf. 86k an Gülle. Nur an Gülle. Finde ich echt interessant. So. Oh, hier war ja sogar noch was drin. Nice. Was haben die Schweine denn an? Gülle. Die Schweine. Na gut, die haben nicht ganz so viel. Die haben bloß 34k. Die produzieren jetzt nicht so viel Gülle. Ich habe jetzt noch 41.000. Wollte ich hier nochmal auf... Ich glaube, ich gehe nochmal auf ein paar Kühe. Ja. Die Holzsteiner. Habe ich. 20 Stück? Mittler. Oder ich reiz es voll aus. 41? Ne, so viel habe ich nicht. Ich lasse noch mal ein bisschen Puffer. Ich hole 20 Stück kaufen. Okay. Das sind noch 74.000. Wir wollen mal anfangen mit Hülle fahren. Ich fange mit dem großen Feld an, denn es wird am meisten brauchen, schätze ich mal. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Ja. Ich finde es ganz schön spät heute.
Sind es ganz schön spät? Na gut. Aber gut, meine Freunde, das war's auch schon wieder von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen da. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde uns auch sehr freuen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal bei uns auf dem Discord-Server vorbeischauen. Der ist unten in der Videobeschreibung. Genauso wie der YouTube-Kanal von Lim Sinnfrei. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Haut rein und tschüss. Ciao, ciao.